Seit über einem Jahr hat sich eine Arbeitsgruppe im WLV intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Wir haben dabei Lösungsansätze und Maßnahmen erarbeitet, die zu einem nachhaltigeren landwirtschaftlichen Handeln führen sollen. Wir haben das getan, weil wir Bauern, die Profis sind in Sachen Nutztierhaltung, Pflanzenbau und Lebensmittel. Denn wir vertreten unsere Interessen mit hoher Fachkompetenz und wir denken und handeln in Verantwortung für Generationen. Wir wollen unsere Zukunft sichern. Für unsere Familien, für unsere Betriebe, für unseren Berufsstand, für unsere Region. Und deswegen setzen wir uns aktiv ein für mehr Nachhaltigkeit. Wir wollen dabei heutige Bedürfnisse erfüllen, ohne kommende Generationen zu gefährden, in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht. Wir machen Arbeitsplätze, allein in der Landwirtschaft für 50.000 Menschen in Westfalen-Lippe. Wir übernehmen Verantwortung für unseren Nachwuchs, für die Sicherung unserer landwirtschaftlichen Familienbetriebe und für die hohen sozialen Standards in unserer Branche. Mir ist es wichtig, dass der familiengeführte Hof eine Zukunft hat. Er ist eine moderne, soziale und attraktive Lebens- und Wirtschaftsform. Und so soll es bleiben. Wir machen Tierhaltung. Ich tue alles dafür, dass es unseren Tieren gut geht, bin aber immer offen für Verbesserungen, denn wir möchten in Zukunft auch von der Tierhaltung leben. Ich glaube, dass es zukünftig wichtig ist, dass wir die Ringelschwänze unserer Ferkel nicht mehr kopieren. Ich will die Tiergesundheit in der Geflügelhaltung verbessern und soweit es geht, auf den Einsatz von Antibiotika verzichten. Ich will, dass wir auch zukünftig neue und innovative Ställe bauen können, denn so schaffen wir stets die besten Bedingungen für unsere Tiere. Wir machen Milch. Und unsere Familien und unsere Mitarbeiter sorgen mit Herz und Hand dafür, dass sich unsere Kühe wohlfühlen. Damit wir das leisten können, nutzen wir aktuelles Know-how. Ich will meine Kälber nicht mehr entwöhnen und mich stattdessen dafür einsetzen, dass meine Rinder zukünftig genetisch hornlos zur Welt kommen. Außerdem möchte ich ausschließen können, dass tragende Rinder zur Schlachtung gehen. Wir machen Umweltschutz, weil wir mit den richtigen Maßnahmen die Umweltbelastung reduzieren können. Ich möchte sicher gehen, dass ich und meine Kollegen in der Landwirtschaft die Gewässer nicht verschmutzen und unser Bewusstsein für Natur, Umwelt und Biodiversität stärken. Ich will, dass unsere Böden fruchtbar bleiben und das über Generationen hinweg. Vielfältige Fruchtfolgen sind dafür wichtig. Wirtschafts- und Mineraldünger setze ich pflanzengerecht und umweltschonend ein. Dazu brauche ich modernste Technik. In Nordrhein-Westfalen muss der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche verringert werden. Mir ist wichtig, unsere vielfältige Kulturlandschaft für die Gesellschaft und die Landwirtschaft zu erhalten. Ich schaffe Nischen und Rückzugsräume und fördere so die Artenvielfalt. Mein Ziel ist es, in geschlossenen Kreisläufen zu wirtschaften. Gemeinsam können wir etwas verändern, wenn wir jetzt handeln. Unsere Vision für 2030 ist, dass zwischen den Bauernfamilien und der Bevölkerung ein neues, wechselseitiges Vertrauen herrscht. Und dass die Art und Weise, wie wir mit Tieren, Boden, Wasser, Luft umgehen, breite Zustimmung findet. Wir können eigenverantwortlich entscheiden, weil wir wirtschaftlich unabhängig und unsere Betriebe weiterhin familiengeführt sind. So machen wir Zukunft. Deswegen setzt sich der WLV
für mehr Nachhaltigkeit ein, auch wenn wir uns dafür verändern müssen. Dazu braucht es aber die innere Bereitschaft und den Mut unserer Familienbetriebe. Packen wir es gemeinsam an. Wir machen Nachhaltigkeit mit richtig viel Herz.